Hallo und herzlich willkommen zur, keine Ahnung, wievielten Folge von Geometry Dash. Ich spiele eure Level, allerdings nicht die PC-LP und die P-Crafter-LP-Level, sondern irgendwelche Level von euch auf der ganzen Welt. Vielleicht auch Update-Level. Wir fangen einfach mal ganz zufällig damit an mit Level-Mix. Mal sehen, ob da etwas Cooles bei rumkommen wird. Ja, die Bewertungen sind wirklich überragend. Oh, welch Zufall! Nein, also ja, ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht und da war es wie gesagt so, dass das so geleckt hat und da habe ich einfach nochmal neu angefangen. Und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt immer noch so kacke ist. Wir spielen Level Mix von Lunatic. Ja, und die Beschreibung bei Lunatic. Okay. Gucken wir einfach mal, wie cool dieses Level ist. Ja, jetzt leckt es auch nicht mehr. Okay. Stereo Madness, eindeutig. Wir sind der wir sind Pros. Back on Track, auch gelungen. Ja, finde ich sehr zufriedenstellend. Die Farbe ist etwas zu dunkel. Aber sonst auf jeden Fall cool. Time Machine wurde gewählt als Musik und wir sind die Pros. Ich würde mal sagen, der Ton ist leicht verzögert, oder? Egal. Passt schon. Okay. Ja, wir sind richtig gut. Ich will das Level trotzdem komplett sehen. Will aber keine zu lange Aufnahme machen. Ja, ich bin der Pro. Auf PC ist das ziemlich schwierig. Glaubt mir. Ja, diese geile Practice-Mode-Musik, die ist wirklich zum Mitdancen. Okay. Jetzt schaffen wir Polargeist auch. Wow, wir sind die Genius Pros oder wie auch immer. Drought, okay. Ja, genial. Oh, das war sehr knapp. Das stimmt sogar vom Levelaufbau fast. Sogar sehr ähnlich wie das Original. Nicht ganz, aber ähnlich. Ja, das war klar, dass diese Base auf der Base-Stelle verwendet wurde. Und ich habe einfach mal diese eine Stelle übersprungen. Einfach mal so. Ja. Auf jeden Fall. Kennt ihr das auch, wenn ihr im Practice-Mode spielt? Alles läuft super. Und einmal sterbt ihr dann. Und dann sterbt ihr irgendwie immer wieder. Ich finde, das ist irgendwie immer so. Flugpart. Siehst du? Das wusste ich. Das macht irgendwie jeder. Aber ich mag den Can't Let Go Flugpart, der ist immer schön entspannend. Das steht sogar auf Geometry Dash Wiki. Warum wurde das so hässlich gerade gemacht? Egal. Was ist das für ein Level? Level 7, dementsprechend Jumper. Ah ja, okay, das ist Jumper. Das Grün ist vielleicht ein bisschen hell, aber egal. Time Machine! Wow. Die Dreiersprünge sind leider nicht gestaucht, das ist schon mal sehr schlecht. Das gibt mindestens Abzüge in der B-Note. Auch nicht ganz gestaucht gewesen. Oh, jetzt kommt dieser krasse Cycles-Part. Okay. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, jetzt schaffen wir das. Bitte, bitte nicht diesen übertriebenen Cycles-Part. Danke! Ja, auf jeden Fall. Ich hasse das an diesem Level. Das ist X-Step, falls sich jemand fragt, was das ist. Das ist Clutterfunk. Nicht ganz von der Verteilung richtig, ist ein bisschen leichter, würde ich fast schon sagen. Aber die Flugfahrten sind generell leichter irgendwie am PC. Das ist Theory of Everything, das kann man erkennen. Und dann ist es schon Ende. Ja, dann ist das Level wahrscheinlich ein bisschen älter. Aber ich fand es wirklich gut gemacht und darum kriegt es auch einen Daumen hoch. Die Schwierigkeit... Ich würde es harder sagen. Ich bin halt nicht so übertrieben gut da am PC. Okay, dann suche ich jetzt mal das nächste Level. Und zwar gucken wir mal nach der 1.9. Ja, es gibt leider keine, aber es gibt garantiert Sneak Peek. Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt. Irgendwie vertue ich mich da immer. Schreibt man das so? Wahrscheinlich nicht, ne? 47. Also bin ich nicht der Einzige, der es so schreibt. Wie geht das? Wie? Wie kann man am Anfang direkt sowas machen? Das Level ist scheiße. Ja, da müssen wir auch abwägen, das ist dann ein Daumen runter. Ich würde mich gerne mal schlau machen, wie das geht. Aber ich weiß es nicht. Noch ein Sneak Peek. Boah, das ist der Sneak Peek von Back on Track. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall Back on Track. Ist total neu, das Level. Das kennt noch kein Mensch. Und ich habe keine Ahnung, wie man das spielen soll. Egal. Gibt's auch coole Level mit mehr als einem Daumen hoch? Oh, drei! Tiny, das muss krass sein. Wo?
Ja, die Musik läuft einfach noch weiter, obwohl ich schon längst tot war. Egal. Sah ganz cool aus. Mir auch nicht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sneak Peek falsch geschrieben habe. Ich glaube, das schreibt man so. Kann das sein? Nee, andersrum, genau andersrum. So, Sneak Peek. Richtig. Bitte sag, dass es richtig ist. Ja, 110 ist es. Ziemlich wahrscheinlich, dass das richtig sein könnte. So, was ist das für ein Level? Das erkenne ich leider nicht. Das ist Electroman Adventures. Damals, ganz früher noch, als das noch nicht bekannt war, das Level. Gar nicht schlecht, oder? Ich finde es ganz cool. Okay, ja, es ist schon witzig, das zu sehen, wie das früher einfach dann gedacht wurde, wie man das bauen sollte. Ja, genau, einfach viel einfacher. Viel einfacher ein. Ja. Wie soll das denn möglich sein? Kann das sein, dass das gar nicht möglich ist? Okay, man muss es sich fallen lassen, wahrscheinlich. YOLO. So, was haben wir hier für ein cooles Level? Ah, das ist Electrodynamics. Das kann man doch sofort erkennen. Ja, der Sprung ist vielleicht ein bisschen arschig. Ein bisschen. Ich glaube, der ist gar nicht möglich, kann das sein? Das sieht mir jetzt nicht so gut möglich aus. Ich springe einfach später ab. Ah. Ja, genau. Da gibt es ja diese Verschnellerungsteile. Gab es damals ja noch nicht. Aber ganz witzig gemacht. 19 Daumen hoch. Ich bin gespannt. Jumper oder was soll das sein? Gab es damals Jumper noch gar nicht? Ja, genau. Es wurde X-Step gewählt. Das passt richtig gut zu Jumper. Das ähnelt jetzt irgendwie eher mehr Klatterfunk oder so. Ich würde nur sagen, es war nicht leicht. 9 Daumen hoch ist auch ganz okay. Das sieht ganz cool aus. Was? Das sieht aus wie Stacheln am Boden, aber es sind gar keine. Electrodynamics wurde gewählt, also gab es damals Electrodynamics schon. Das hat sich gelohnt zum Schluss. Das hat sich gelohnt. Genial, dieses Level. Genial. 11 Daumen hoch von Rob Top Games. Es wurde Electrodynamics gewählt. Okay, das ist der Sneak Peek von. Ja, von Hexagon Forest und ich finde. Sieht gar nicht so beschissen aus. Aber man muss sich einmal rutschen lassen und das finde ich ein bisschen abwegig vom Original. Beim Original läuft das Ganze ja flüssig. Und war das gerade ein Penis? Achtet mal auf den Sprung. Jetzt, das ist ein Penis, oder? Das ist für mich eindeutig ein Penis. Und dieses Level ist etwas seltsam. Gut, was auch immer das jetzt ist für ein. Diese Mucke ist genial. Okay, Mann, es ist doch kein Autolevel. Ich dachte, es wäre ein Autolevel. Ihr wisst gar nicht, wie cool sich dieses Lied einfach auf Headsets anhört. Warum? Ah, Electrodynamics. Ist echt. Das war ja Electroman Adventures, Entschuldigung. Okay, dann spielen wir jetzt mal Clubstep. Krass. Ja, da muss man wohl nicht drücken bei dem. Wie das einfach dann buggt. Kann es mal sein, dass ich irgendwie vollgespammt werde? YOLO. Das ist garantiert Pausenbrot, wer es nicht kennt. Glaubt mir, Pausenbrot. Das ist genial gemacht schon. Kommt, Leute, das ist für Blast Processing echt cool schon. Wenn jetzt bitte da oben nicht dieses Kackrad genommen wurde. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Coming soon. 1.9. Verdammt, ich wollte noch springen. Wie viel Jumps waren's? Unglaubliche 22. Ja, das kriegt von mir einen Daumen hoch. Und das ist niemals harder. Das ist easy gewesen oder normal. Der Anfang ist voll einfach. 3. Okay. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir noch eine Sache und dann war es doch schon wieder für die Folge. Ich suche jetzt einfach mal nach. Nehmen wir einfach mal Jumper Version 2. Jumper Version 2, okay, das hat ja schon mal eine ganz gute Bewertung. Okay. Bisschen zu viele Jumpersprünge, würde ich mal sagen. Ein bisschen. Ein bisschen zu viele. Okay, die Umsetzung finde ich nicht so genial. Ich finde es genial, wenn man Jumper hinkriegt, dass das sehr toll ist. Aber das ist leider in den meisten Fällen nicht so. Okay, das ist ganz okay. Gar nicht so schwer. Okay, ja, dann wird's schwerer.
Aber das passt auch nicht so ganz zu Jumper. DC hat 124 und hat sogar 5 Sterne, wenn wir es schaffen. Aber ich muss jetzt schon, ich sehe es so schon, dass das gar nicht so schön aussieht, weil diese komischen Blöcke, diese Randblöcke wurden verwendet. Das finde ich nicht so toll. Warum hat das so viele Likes? Und dann wusste ich nicht mehr, was war, weil es mich die Dekoration abgelenkt hat. 3562 Likes. Das sieht schon mal genial aus. Die Farbe ist schon mal richtig. Oha. Wenn das jetzt toll wird, dann wäre das toll. Ich will es schaffen. Zumindest bis über 20%. Und dann war es natürlich. Und das ist irgendwie auch wieder ein Penis gewesen. Haben die Leute irgendwas mit ihren Penissen? Oh Mann, Leute. Daneben Practice Mode, dafür komplett. Bestes Lied. Da war wieder der Penis, der gigantische Stachelpenis. So. Jetzt schaffen wir es. Boah, nicht springen! Nicht springen! Wir haben es geschafft. Hey, das ist nicht möglich. Das ähnelt sogar ein bisschen Jumper. Ein asozialer, zumindest gestaucht war der. Okay, das ist der Flugpart. Ja. Ziemlich asozial, würde ich mal sagen. Ein bisschen asozial. Vor allem, es ist ja ein vierteiliger Flugpart. Das heißt, dieser hier ist schon ziemlich schwer garantiert. Und wieso setzt er die Checkpoints so scheiße? Wow, sind wir gut. Irgendwie ist das einfacher als das andere. Das ist einfacher als das eben. Okay. Ja, kennt ihr das, wenn ihr verwirrt seid von den Checkpoints? Nein, ich schon. Okay, jetzt aber. Oha, das ist gar nicht so einfach. Also ich würde es mindestens auf Insane auch wieder packen. Dabei finde ich eigentlich das Original-Jumper gar nicht so schwer. Bis auf den Tunnel. Ihr wisst, welchen ich meine, falls ihr Jumper schon geschafft habt oder mal gespielt habt. Jemals in eurem Leben. Der rote Tunnel des Bösen. Ja, komm jetzt aber. Danke. Nicht springen. Also nochmal. Ah. Oh, das sind Time Machine-Sprünge. Kennt ihr die auch? Die sind doch echt toll. Jetzt kommt der asoziale Tunnel, von dem ich geredet habe, der irgendwie hier leichter ist. Kann das sein? Nein, nein. Nein, nein. Glaub mir, der ist nicht leicht. Wir haben verstanden, dass da unten noch ein Stachel ist. Danke, ich habe ihn geschafft, aber dann nicht mehr. Ja, komm, Leute, es sind erst 45 Versuche, ja? Bitte, lass mich schaffen. Joa, genau, lass mich in die kleine Lücke. Da, okay. Kann man da überhaupt springen? Geht das überhaupt? Irgendwie geht das noch nie so. Das ist doch ein tolles Level. Die Aggressionen lassen sich ja noch in Schlägen ausführen. Da darf man nicht drücken. Kennt ihr es auch, wenn man so dieses Gefühl hat, ein Level umzubringen? So wie bei Cycles und ähnlichen coolen Leveln. Scheiß-Leveln meinte ich. Ich finde, der Schwierigkeit wird ab Cycles extrem erhöht. Ja, wir sind bei Flugpart, der etwas schwerer ist als das Original. Das sind ein bisschen mehr Stacheln, mindestens 50% mehr. Der ähnelt Clutterfunk von der Schwierigkeit, würde ich sagen. Ja, der ähnelt Clutterfunk. Der Farbwechsel ist übrigens sehr schön gelungen. Ja, ein Dreiersprung, wie auch ein Jumper. Hoffentlich kommt nicht noch einer. Obwohl dieses Level hier hatte ja schon ein paar mehr Dreiersprünge. Noch ein. Da darf man dann wieder mal nicht springen. Kennen wir ja. Da muss man dann wiederum springen. Okay. Da muss man springen, da auch. Okay, aber wir haben einen Checkpoint, also ist mir egal. Da muss man auch springen. Man muss durchgehend springen, richtig? Ja. Geil, der Checkpoint ist richtig cool. Danke, Checkpoint, dass du so nett warst und mir eine zweite Chance gibst. Jo, geschafft, sogar in 2 Zügen. Zum Schluss dann doch noch. Okay. Ja, mir hat es wieder Spaß gemacht. Und das Level kriegt auch von mir ein
Ja, es ist ganz okay, ne? 201.081. Das ist auf jeden Fall ein Jubiläum wert. So, wenn ihr mehr sehen wollt, dann gebt dem Video ruhig einen Daumen hoch. Hat es euch gefallen? Wenn ja, drückt unten auf den Knopf mit A und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, euer PCrafterLP.